Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Und gestern sind wir quasi aus Reishauptquartier entkommen und können nun weitergehen. Das war ein kranker Kampf. So, laufen Sie zum Turm. Das kann ich machen, sobald ich meine Lautstärke eingestellt habe. Kleinen Moment. Ach, da war sie, da. Ah, okay. Ah, schon viel besser. Aber ich habe all meine Waffen verloren anscheinend, oder? Die sind bei mir in der Tasche. Es kann natürlich auch sein. Wir werden es herausfinden. Hoffentlich. Ich konnte aus der Arena entkommen und muss auf dem schnellsten Weg zurück zu Bracken. Doch Sarah ist tot. Der einzige Lichtblick ist, dass er vor seiner Entführung wohl Jade die Daten hat übergeben können. Es gibt also noch einen Funken Hoffnung, dass ein Heilmittel gefunden werden kann. Ja, das ist der Deal. Sarah ist tot. Stuff an Tussi abgegeben, wie auch immer die heißt. Ich habe es mir gerade nicht gemerkt und hätte ich auch ablesen können. Jade. Mein Magen brennt. Gott, mach, dass es aufhört. Schlange im Glas. O okay. Ich glaube, ich brauche Antizin. Da komme ich nicht rüber. Kann ich nicht sprinten? Ich kann nicht sprinten. Wieso nicht? Laufen Sie zum Turm, steht da. Ein Glück ist es nicht dunkel. Okay. Ich glaube, wir kommen nicht zum Turm an. Wären wir jetzt ein Zombie? Ignorieren die mich? Nein, tun sie nicht. Hilfe! Verzieh dich! Eine Waffe ist schwach. Der Zombie! So, hätte ich sofort machen sollen, ne? Na komm. Ah, so ein Scheiß. Wieso bin ich so langsam? Oh Gott! Ich verbrenne! Sarah. Sarah ist tot. Scheiße. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich musste dich am Pier verstecken. Rays Männer suchen nach dir. Die Bastarde sind auf dem Kriegspfad. Was ist passiert? Ich muss mit Jade sprechen. Sarah hat ihr seine Unterlagen gegeben. Sie brauchte sie zu Kenton. Wollte sie wenigstens. Laut Kenton haben Rays Männer sein Labor gefunden. Also hat er Beißer reingelassen und sich in der Mitte verschanzt. Jetzt sitzt er fest. Dann brach die Verbindung ab. Wir können ihn nicht mehr erreichen. Ich gehe ihr nach. Wie kommt sie rein? Der Stadtteil ist abgeriegelt. Es gibt eine Gruppe von Schleusern. Sie nennen sich die Retter. Du findest sie im Kessel, in Nikos Bar. Sie ist in der Nähe des Highways. Der Kontaktmann heißt Chase. Hast du genug Kuriere für die GRE-Pakete? Die Abwürfe haben vor 36 Stunden aufgehört. Endgültig. Uns läuft die Zeit davon, Crane. Mist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da was tun kann, aber ich werde es versuchen. Weißt du, die meisten würden sich in so einer Situation verkriechen. Respekt, Crane. Und viel Glück. Dankeschön. Okay, wir sind ab hier angelangt. Crane, hier deine Ausrüstung. Mit besten Grüßen von Karim. Danke ihm von mir. Ach, Karim. Wir sind ganz guter. So. Ich habe natürlich unzählige Sachen. Ist hier irgendwo ein Shop?
Tanto Machete. 10.900, was? Ach, Angebot des Tages. Heilige Mutter. Ich wollte Sachen verkaufen, ne? Ich war gerade so schockiert. So. Der Kaffee kann weg und den Rest behalten wir mal. So, dann gib mir mal meine Sachen wieder. Das. Die 9mm. Ein gutes Polizeigewehr, bitte. Habe ich meine Munition noch immer noch? Und die Schrotflinte meinetwegen auch. Den Rest kann ich, obwohl die Waffen kann ich verkaufen. Okay. Gut. Ich habe da eine Menge Waffen für dich. 1000 kriege ich dafür nur. Das ist ja erbärmlich. So. Huch, 239. Sehr schön. Läuft doch. Was haben wir noch alles? Nehmen wir alles mit, ne? Gottes Willen. Ich hab doch gar nicht so viel. Also. ich falle einfach jedes Mal drauf rein. Es tut mir leid. Ich verarsche mich quasi selber. So. Nimm doch alle mit. Gott, kann ich nicht alles nehmen? Nehmen wir alle Gegenstände. So. Wurfhacken haben wir auch wieder, ne? Wurfhacken? Kleinen Moment. Ohne Wurfhacken läuft hier erstmal gar nichts. Ha! So. Gut, dann würde ich gerne einmal nur gucken. Meine antike Hacke. Ich weiß nicht, wie. Die hat keine Handlung mehr, keine Reparaturen mehr, oder? Ne, Upgrades hat sie nicht. Antike Hacke hat keine Upgrades. Warte. So, was habe ich dabei? Sorry, ich muss erst mal gucken, was hier Stase ist. Die ist ja modifiziert, hat noch 3 Reparaturen übrig. Ja, ich brauche eigentlich nichts, ne? Brauche eigentlich nichts weiter. Ja. Ich bin ausgestattet. Und ich kann wieder laufen. Okay. Was zum? War da nicht die Safe Zone? Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, es tut mir leid. Ich merke schon. Ihr wurdet geplündert hier, ne? Gar nicht realisiert, ich habe mich zu Tode erschrocken. Sind die eben im Auto reingefahren? Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist ein Spucker. Die Frage ist nur, laufen jetzt diese Rammer hier durch die Gegend? Wenn ja, dann werde ich da auf jeden Fall einen großen Bogen drum machen. Weil antreten habe ich ja ehrlich gesagt keinen Bock auf die. Sag mal, läufst du mit daher? Oh, raffiniert. Ach, das war die falsche. Es tut mir leid. Das ist die richtige, ne? Ja. Ich liebe es, wenn er versucht, rüber zu klettern. So. Hört sich auch ein bisschen an wie Darth Vader, ne? So, auf jeden Fall ist unsere Mission derzeit, machen Sie die Gruppe ausfindig, die Sie nach Sektor 0 bringen kann. Sektor 0? Was ist Sektor 0? Ich weiß schon, die gesperrte Zone, klar. Aber wieso Sektor 0? Wieso heißt das 0? Vielleicht, weil es da ausgebrochen ist? Hallo? Nein! Verzieht euch! Was ist denn hier los mit euch? Um Gottes Willen, riesige Gruppe. Crane, eine Sache noch. Erinnerst du dich an die junge Frau aus Sektor 0, Troy? Wir hatten Kontakt, als ich den Funkverkehr wiederhergestellt hatte. Geh zu mir, sobald du dort angekommen bist. Eine gute Idee. Danke dir, Bracken. Sei vorsichtig. In Sektor 0 leben also auch Leute. Okay, das heißt, es ist gar nicht mal so unsicher da. Ich meine, wenn sie da überleben können, dann kann ich da auch überleben. Hoffe ich mal.
gerade erinnert, dass ich den Enterhaken habe, um mir das Leben ein bisschen leichter zu machen. Es gibt bestimmt irgendwie Spezialwaffen, die man schaut überall nach. Nur damit. Alles auf den LKW, ja? Ich will hier keinen zweiten ausmachen, kapiert? Ja, was? Hier ist Schnaps! Wenn einer von euch nach Fusel stinkt, lauft ihr nach Hause! Okay, den Schützen habe ich schon umgebracht. Das kann mir egal sein. Was haben wir denn hier? Oh, Zigaretten. Naja, besser als gar nichts. Okay, ich dachte, das wäre nicht gewollt, dass man darüber springt, aber anscheinend nicht. Boah, wo müssen wir denn hin, sag mal? Großartig. Ich liebe es, wenn es so ein bisschen rumglitscht. Rumglitschen ist toll. Boah, einmal um die halbe Weltgeschichte. Warum? Warum springst du rüber? Ich wollte mich erstmal festhalten und gucken, ob ich irgendwie runterkomme. Und dann springt er einfach direkt runter. Klasse. Wow. Ich bin begeistert. Naja. Erstmal den Kram mitnehmen. Ich bin übrigens begeistert, wie lange jetzt unsere Waffen halten. Ich meine, wir laufen ja bestimmt schon seit unzähligen Folgen mit dieser Waffe rum. Ist da gerade ein Zombie verreckt? Nee, der ist runtergefallen, ach so. Zack. Klopf, klopf. Was willst du? Ich suche nach den Rettern. Keine Ahnung, wen du meinst. Ich bin einer von Brackens Leuten, vom Turm. Mir egal, wo du herkommst. Verpiss dich oder du lernst meine weniger höfliche Seite kennen. Ey, ich weiß, ihr schleust Leute aus den Slums. Eine junge Frau kam hier durch. Jade. Du solltest besser einen Abgang machen. Nein, hör zu. Ich habe Rais verstümmelt und werde von seinen Leuten gejagt. Ich könnte echt Hilfe gebrauchen. Du? Du bist der Typ, der Rais Hand abgehackt hat? Genau. Und jetzt muss ich zum Sektor 0. Wie heißt du? Crane. Crane, glaub ja nicht, nach Sektor 0 zu flüchten, wird dir helfen, von Rais Radar zu verschwinden. Aber warte hier. Der ruft ihn doch jetzt an. Den kannst du mir nicht erzählen, der Arsch. Ich hab hier so einen Typen, der behauptet, er hätte Rais verstümmelt. Crane? Ja, das hat er gesagt. Wirklich? Bist du sicher? Okay. Gut. Alter. Komm her. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Also ganz ehrlich, Freunde, der hat mich verpetzt. Okay, wir bringen dich rüber. Wann? Jetzt. Was wollt ihr dafür? Was du mit Rais gemacht hast, ist Bezahlung genug. Geh zum eingestürzten Tunnel, dem früheren Zugang zur Altstadt. Klopf an der Tür zu den Abwasserkanälen. Jemand wird dich in Empfang nehmen. Verstanden. Danke. Nein, Mann. Danke dir. Okay, oder? Er freut sich wirklich sehr, dass ich ihm die Hand abgehakt habe. Das kann natürlich auch sein. Naja. Lass mich mal überraschen, was passiert. Und wenn, kann ich immer noch sagen, ich hab's gepackt. Mich hier nehme ich hier das Schlaumeier. Und wenn ich dann sage, ich habe Pech gehabt, kann passieren. Nobody's perfect. Solche unzählige Leute mal beschützen, das könnt ihr vergessen. Wieso sollte ich sowas tun? Ich finde das doch total langweilig, Leute irgendwo hin zu eskortieren. Es ist, als würde ich einfach nur von A nach B rennen. Was ich natürlich auch gerade tue, aber ich mache das für eine Quest. Gut, ja, Leute wegbringen ist auch eine Quest. Ich glaube, ich muss es irgendwie anders beschreiben. sagen wir es so, ich bringe jemanden irgendwo hin und kriege dafür eigentlich einen Scheiß. So, das war's. Mehr auch nicht. Nicht mehr und nicht weniger kriege ich dafür.
Das ist quasi vergeudete Zeit. Hui. War ich hier jemals schon mal? Das ist seltsam. Ah, jetzt erinnere ich mich. Ja, klar. Hier war doch der Typ mit dem Alkohol irgendwo in der Nähe. Und vor allem meine Basis, glaube ich. Ja. Ich habe schon gedacht, hier ist jemand drin. Wie komme ich hier raus? Au. Ich soll durch den Tunnel auch noch. Puh. Da, wo dieser komische Bekloppte war. Jetzt gleich liegen bleiben. Ah ja, schreit ihr nur rum. Mit dem Enterhaken diese Mission mit diesem komischen zu machen, wäre richtig easy gewesen. Mit dem mit seiner Mutter. Okay. Oder soll ich da hoch? Ich weiß es nicht. Nee, wir sollen da hinten hin. Ach, das ist doch da. Hier ist der Turm. Denkt daran, wenn ihr es nicht mehr zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zur Dämmerung. Abkürzung for the win. So. Ich glaube, das ist nicht so gut, dass wir hier im Dunkeln sind. Obwohl, hier ist keine Sau, okay. Seltsames Versteck habt ihr euch da ausgedacht. Kanalisation mit. Doof nur, dass es gerade dunkel ist. Getroffen. Zuerst wollte er nicht reden. Doch als ich erzählte, was ich mit Rais gemacht hatte, waren die Retter bereit, mir zu helfen. Sie bringen mich in Sektor 0. Ich fand das schon krass, wie er einfach mal die Fackel genommen hat und seine Hand irgendwie zu entbluten. Also so, dass er nicht mehr blutet. Das ist ein kranker Typ. Das will ich erzählen. Okay. Klopf, klopf. Rain? Richtig. Schön, dich kennenzulernen. Hassan der Name. Ich bin dein Reiseleiter. Nice. Warst du es auch, der Jade geholfen hat? Wem? Kommt von hier. Dunkle Haare, hübsch, toughes Auftreten. Kann sein, wir fragen nicht immer nach dem Namen. Okay, wir sollen unserem Führer folgen. Ich hätte auch einfach den Pfeil verfolgen können, aber gut. Ich habe keine Waffe, das heißt, wir können hier ganz entspannt durchgehen. Wozu brauche ich einen Führer? Ganz ehrlich. Hey, ihr da. Schau, es ist Mr. Crane. Davut. So trifft man sich wieder. Davut, wir müssen uns mal unterhalten. Die Sache mit der Actionfigur tut mir leid, aber ich konnte nicht riskieren, dass du mir folgst. Diese Typen haben eindeutige Regeln. Und was ist mit Selma? Zwischen uns ist es aus. Darum geht's nicht. Worum geht's dann? Du weißt, dass ich immer noch die Waffe habe, oder? Crane, wir haben hier eine Regel. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Entweder du befolgst sie, oder du bleibst hier. Verstanden. Ich klau dir einfach deinen Jungen und bring ihn hier. Oder nicht? Oh, hast du ein Zelda-Schwert? Wie cool. Ich will's auch. Gut, ab hier bist du auf dich allein gestellt. Der Weg ist markiert und wir stehen per Funk in Verbindung. War mir ein Vergnügen. Ja, wow. Für diesen kleinen Schritt musste ich dringend geführt werden. Und er dort geht als Erste. Aber
Wir warten schon viel länger als er. Nicht meine Entscheidung. Wartet hier. Mhm. Oh, schwimme ich in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Hoffen wir es mal. Oh, das sieht einladend aus. Kann man Enterhaken von hier aus nicht benutzen. Aber ich kann darauf. Oh Gott. Haha! Enterhaken for the win! Und hier kommen anscheinend auch Zombies. Denke ich mal. Hoffentlich kommen die nicht zu mir. So, der Weg ist ausgeschildert, hat er gesagt. Ah. Wobei es bestimmt auch richtig geil ist, sich hier umzusehen. Die hätten doch einfach mal mit irgendwie die Teile hier aufknipsen können, oder nicht? Oder ist das immer noch nicht Sektor 0 dann? Die Route sollte relativ sicher sein. Aber der ein oder andere Infizierte könnte auftauchen. Ist doch kein Problem, oder? Der ein oder andere Infizierte. Wir sind 50.000. Lebst du? Nein. Ach, Schrotpistolenmunition. Ach, danke. Wäre auch zu einfach gewesen. Kannst du mal aufhören? Und du? Runter mit dir. Okay, oder nicht? Hui, hui. Oh. Hi. Oh ja. Oh Gott, nein. Ich hätte mich verkleiden sollen. Gottes Willen. Oh, nein. Virusträger haben sich erst vor kurzem verwandelt und zeigen deshalb noch menschliche Reaktionen. Ach, das sind diese Läufer. Ah. Kürzlich Infizierte sind also ein bisschen schneller unterwegs. Okay, ich verstehe. Okilidokili. Jetzt weiß ich, was da auf uns lauert. Ja, ganz sicherer Weg. Definitiv. So, aber mit dem Enterhaken. War das echt nötig? Dürfte das recht easy sein. Wenn ich den treffen würde. Weißt du was? Wir verkleiden uns einfach. Hey ihr da. Was geht? Wieso brennt's hier? Euch nicht! Der ist leiser als die anderen Gewehre, ne? Und dieses... Aha. Der Enterhaken verwirrt mich voll. Macht nichts. Wir schießen einfach alle kaputt. Oder habe ich auch Molotow? Als sie sich da noch versucht zu wehren. Wie schön, dass es hier brennt. Uhuhu.
So. Ihr lebt ja alle noch, ne? Würde es tot sein sollen? Wieso bist du nicht tot? Aber kannst du mal die Fresse halten da? Okay. Zum Glück ist der Typ so selten. Dämlich. Er bestraft den Zombie dafür, dass ich ihn abknall. Irgendwo ist da ein Zombie, der mich anguckt. Hast du es langsam? Ich glaube, der hat einen Helm an. Vielleicht geht's deswegen nicht. Irgendwann reicht's auch. Ich denke mal, diese laufenden. Achso. Laufenden Zombies sind ins Feuer gerannt. Na gut. Eigentlich wollte ich diese Waffe nehmen. Na. Na, komm. Ja. Ja. Wieso ist das eigentlich zu? Na gut, Freunde, bevor wir jetzt herausfinden, was sich da hinten befindet, würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und morgen sehen wir uns wieder in einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.